Guten Morgen, sag ich da. Herzlich willkommen, sage ich ebenfalls. Und ich freue mich, dass ich heute Damen und Herren sagen kann, mal wieder. Also, herzlich willkommen, die Dame und die Herren. Kollegen und Interessierte. WAV Groß Sachwert. Warum? Dafür haben wir eingeladen. Ich darf mich zunächst kurz vorstellen. Ich habe also diese Sache. Mein Name ist Andreas Stott von der Firma Amtec GmbH und Provido GmbH, die beide das BAV, Versicherungs- und Sachwertegeschäft weitestgehend oder ausschließlich geschlossene Fonds betreibt. Und ich habe also schon 1996 mal drüber nachgedacht und in die Welt gesetzt, BAV mit Sachwerten. Diese Geschichte ist soweit ganz gut verlaufen. Dann bin ich mal aus der Branche ein paar Jahre weg gewesen, habe ein bisschen Ruhe und Urlaub und Bauer gespielt in Italien. Und irgendwann war mir das in jugendlichem Alter von knapp über 50, war es mir dann zu langweilig da. Da habe ich gesagt, da drehen wir noch mal eine Runde und machen noch mal Sachwerte. Die Zeit hatte zu dem Zeitpunkt uns langsam angezeigt, dass da wirklich mal flächendeckend ein bisschen was her soll. Flächendeckend ist jedoch für uns alleine hier heute, wird flächendeckend für Deutschland nicht möglich sein. Warum? Aber BAV, Groß Sachwert, Grundüberlegung. Wir haben es zu tun mit einem Milliardenmarkt. Das ist immer schön, wenn man Milliardenmarkt sagt. Es ist auch schön, wenn man sich von den Milliarden vielleicht ein paar Millionen abschneiden kann mit solider, feiner Beratungsarbeit. Aber es ist eben ein wirklicher Milliardenmarkt und es kann ihn eben nicht jeder bedienen. Viele einfachere Dinge in der Finanzdienstleistung oder in der Finanzberatung kann nahezu jeder. Aber die Klasse und die Abteilung BAV und dann auch noch mit Sachwerten, diese beiden Themen zusammenzubringen, das ist nicht allen gegeben. Ich wünschte, es wären ein paar mehr und ich werde versuchen, was dafür zu tun, dass es ein paar mehr werden noch. Ja? Wir haben also ca. 300 Milliarden, der also sich ergibt aus Sanierungsbedarf wegen mangelhafter Zusagen unter Umständen und mangelhaften Rückdeckungen. Wir wollen heute nicht über irgendwelche Produkte der Vergangenheit herziehen, die müssen ihre Pressearbeit selber machen, alle Leute, die in diesem Markt teilnehmen. Aber wir haben aus mangelhaften Rückdeckungen nochmal weitere ca. 200 Milliarden. Also wir haben es mit einem 500 Milliarden Markt zu tun. Das sind Erhebungen, die man so aus der Presse und aus Statistiken, da mag es andere geben. Die einen sehen ihn kleiner, die anderen sehen ihn größer. Wenn wir uns angucken, dass wir einen Deckungsgrad der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland zurzeit haben, in der Summe des Möglichen von Maximum 20%, in der Anzahl von Maximum ca. 60% an Menschen, an Arbeitnehmern, die in irgendeiner Form eine betriebliche Zusage haben, dann ist eben auch da kommt das Potenzial dann eben insgesamt her. Wir haben aber auch durchaus erhebliches Neueinrichtungspotenzial wegen zu kleiner Zusagen oder zu klein aus unserer Sicht als Verkäufer, als Berater und sicherlich auch zu klein aus Sicht des möglichen Kunden und zu Versorgenden. Jedoch, es muss ja auch immer das Geld da sein. Es muss der Wille da sein von Seiten des Arbeitnehmers und auch von Seiten des Arbeitgebers etwas zu tun oder gemeinsam etwas zu tun. Und ich will es nur einmal kurz erwähnen heute. Im Laufe des Tages, die Lebensversicherung ist ein probates Mittel gewesen, betriebliche Altersversorgung zu gestalten. Ne? Aus dem Grunde hacken wir auch nicht. Wir wollen nicht auf der Lebensversicherung rumhacken. Wir wollen lieber das zeigen, was man auch machen kann, was man also mit ein bisschen mehr Rendite hinterher eine schönere Versorgung für alle zu Versorgenden in dem Versorgungswerk hinterher hat, weil man andere Instrumente genommen hat. Die werden wir im Laufe des Tages, werden wir die also dann noch von den entsprechenden Anbietern sehen. Wenn wir uns anschauen, dass also geschätzte 15% Unternehmensversorgungswerke bestehen und wir nehmen mal an, dass 15% der Beraterkapazität dort auch gebunden ist. Wenn wir uns anschauen, dass also alternativ rückgedeckte Versorgungswerke mit und ohne entsprechende Kapitalisierung, sprich Ansammlung der entsprechenden Versorgungsverpflichtung,
nur ca. 10% eingerichtet sind und dort ebenfalls 10% Beraterkapazität durch solche Dinge gebunden ist, dann folgt daraus, dass wir, wo wir also auf die Straße bringen wollen, die Sachwert-BAV oder die Verbindung Sachwert mit BAV, dass wir da 75% des gesamten Beratermarktes zur Verfügung haben, die damit bekannt zu machen. Wenn Sie nicht schon damit bekannt sind und bei uns nur mal schauen wollen, entsprechend wie wir es machen und was man voneinander lernen kann im Netzwerk. Ja?